In wenigen Tagen ist Silvester und das bedeutet, ein neues Jahr steht vor der Tür. Und ich habe jetzt 6 Fragen für dich, die dir helfen, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und dich optimal auf das neue Jahr vorzubereiten. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber ich bin ein riesengroßer Fan von Jahresrückschauen. Ich mache das eigentlich regelmäßig und zwar zu meinem Geburtstag und auch zu Silvester, dass ich auf das vergangene Jahr blicke, dass ich mir überlege, was waren so die Highlights, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen, dass ich das alles nochmal Revue passieren lasse und dass ich mir dann natürlich auch überlege, was will ich denn für das nächste Jahr, was wünsche ich mir für das nächste Jahr, wie soll es weitergehen? Und ich finde, das ist auch die optimale Vorbereitung, um sich Vorsätze zu erstellen. Also bevor du da irgendwas aufschreibst, mach am besten diese 6 Fragen, die ich jetzt gleich habe, mit mir. Und ich bin auch wahnsinnig aufgeregt, weil ehrlich gesagt plane ich dieses Video schon seit einem Jahr oder zumindest die Idee für dieses Video habe ich schon seit einem Jahr. Und seither freue ich mich darauf, dieses kleine Ritual mit dir zu teilen und dir auch dabei zu helfen, dich wirklich bestmöglich auf das neue Jahr vorzubereiten. Du findest alle 6 Fragen, die ich jetzt gleich für dich habe, auch nochmal in einem Worksheet, das ich dir unten in der Infobox verlinke. Du musst also nichts mitschreiben, sondern kannst dir das dann runterladen und in den nächsten Tagen in Ruhe für dich ausfüllen. Also, legen wir direkt los. Die erste Frage lautet: Was habe ich im vergangenen Jahr getan oder erlebt, auf das ich stolz bin? Und ich finde, das ist eine ganz wichtige erste Frage, denn wir nehmen uns ja nie die Zeit dafür, mal zu überlegen, was wir alles geleistet haben, was wir geschafft haben, was uns gelungen ist, sondern wir sehen das immer alles als selbstverständlich an, wir hetzen von einer Aufgabe zur nächsten und wir gehen auch ins nächste Jahr vielleicht mit dem Gefühl, ach, habe ja wieder all meine Vorsätze nicht umgesetzt, weil man halt vielleicht immer noch nicht gesünder lebt oder mehr Sport macht. Aber du hast dennoch so viel geleistet im vergangenen Jahr. Und deswegen ist es total wichtig, dass du dir mal die Zeit nimmst und das wirklich würdigst und dir auf die Schulter klopfst dafür, was du alles geschafft hast. Also nimm deinen Kalender zur Hand, blättere mal durch, lass das Jahr Revue passieren und überleg dir, was ist alles passiert, was hast du erlebt, was hast du geschaffen und erstellt, worauf du wirklich stolz bist. Guck dir all die Meetings an, denen du beigesessen hast. Guck dir die Projekte an, die du bearbeitet hast. All die Klausuren, für die du vielleicht erfolgreich gelernt hast. All die Lektionen, die du deinen Kindern vermittelt hast. Blick da mal wirklich drauf. Trau dich, dir das anzusehen und sei stolz auf dich. Die zweite Frage lautet: Welche Fehler habe ich gemacht und was habe ich daraus gelernt? Und uiuiui, diese Frage ist brenzlig, das weiß ich auch, denn wer guckt schon gern auf seine Fehler? Aber ich finde, gerade zum Ende des Jahres kann man das ganz gut machen, weil wenn die Fehler noch frisch sind, dann wollen wir ja bloß nicht hinsehen, dann wollen wir das ja verdrängen und vergessen und uns nicht noch weiter damit beschäftigen, weil wir uns schämen oder weil wir uns in Grund und Boden ärgern, dass es so gelaufen ist. Aber jetzt mit einigem Abstand, wenn es schon einige Monate her ist, können wir besser darauf blicken. Wir können es vielleicht zulassen, uns eingestehen, dass das Fehler waren und haben gleichzeitig auch diesen Abstand, dass wir das größere Ganze sehen können. Denn wenn so ein Fehler frisch ist, dann sind wir ja auch so involviert, dass wir vielleicht gar nicht die Lektionen sehen, die diese Erfahrung für uns bereithält. Jetzt kannst du das aber machen. Und deswegen bitte ich dich mit der zweiten Frage, wirklich mal auf deine Fehler zu schauen, auf das, was in diesem Jahr nicht so gut gelaufen ist, auf die Dinge, die du vielleicht in den Sand gesetzt hast, die du hättest besser machen können und besser machen sollen. Und dann schau dir an, was waren das für Erfahrungen, was kannst du daraus mitnehmen? Was kannst du machen, um diesen Fehler in Zukunft zu vermeiden? Welche Lektion kannst du daraus ziehen? Und wie kannst du diese vielleicht auch sehr schmerzhafte und unangenehme Erfahrung nutzen, um dadurch eine weisere und bessere Person zu werden? Die dritte Frage lautet: Welche Erkenntnisse habe ich gewonnen? Wir lernen ja nicht nur durch Fehler, sondern haben auch so ab und an helle Momente und Einsichten, die uns widerfahren. Und es ist natürlich super wertvoll und wichtig, dass wir die auch festhalten, dass wir die bewahren, dass wir die mit ins nächste Jahr nehmen und nicht irgendwie wieder vergessen, da war mal was, aber ich weiß nicht mehr genau, welche großartige Idee ich da hatte. Und hier meine ich also alle möglichen Erkenntnisse, die dir im vergangenen Jahr gekommen sind. Das kann sowas Banales sein, wie dass du gemerkt hast, dass dir Sport unglaublich gut tut oder dass du unter Menschen förmlich aufblühst oder dass du bestimmte Dinge nicht verträgst oder dass du irgendwie schnell wütend wirst oder vielleicht dich nicht mehr so aufregen solltest oder sowas. Vielleicht hast du auch erkannt, dass
Glücklichsein eine Einstellung ist? Oder hast irgendwelche anderen wertvollen Weisheiten und Lebenslektionen aus Büchern oder Zitaten oder den Worten anderer Menschen mitgenommen? Dann halte sie jetzt fest. Nachdem wir jetzt das vergangene Jahr schon ganz gut abgedeckt haben, wenden wir uns jetzt noch dem zukünftigen Jahr zu. Und da lautet die vierte Frage: Was möchte ich im kommenden Jahr anders machen? Und das finde ich auch eine sehr, sehr gute Formulierung, denn wenn wir uns zum Beispiel Neujahrsvorsätze aufschreiben, dann überlegen wir ja immer, ja, was wünsche ich mir fürs nächste Jahr? Und natürlich steht dann da immer drauf, ich will schlanker sein, ich will mehr Geld verdienen, ich will einen Partner finden, erfolgreicher sein, etc. Aber was wir dabei oft vergessen ist, dass das Ganze auch mit unserer Investition zu tun hat. Wir müssen etwas machen, um diese Dinge zu erreichen. Und deswegen finde ich die Frage so geschickt: Was wirst du konkret anders machen im nächsten Jahr? Denn du weißt ja, immer das Gleiche zu machen und ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist die Definition von Wahnsinn und es wird einfach nicht funktionieren. Insofern musst du ganz offensichtlich etwas anders machen, um etwas anderes zu erreichen. Also überleg einmal von der Warte aus, was möchte ich im nächsten Jahr anders machen? Und das führt uns auch schon direkt zum nächsten Punkt und zur fünften Frage: Wofür möchte ich mir mehr Zeit nehmen? Und auch hier wieder ist die Frage ganz explizit so gewählt: Wofür möchtest du dir mehr Zeit nehmen? Denn bei unseren Neujahrsvorsätzen ist eines der Probleme auch immer, dass wir uns natürlich vornehmen, ab jetzt dreimal die Woche Sport zu machen und ehrenamtlich zu arbeiten und Spanisch zu lernen und mehr Zeit für unsere Familie zu haben. Aber wo soll diese Zeit denn bitteschön herkommen? Ich meine, die meisten klagen doch über zu wenig Zeit und nicht zu viel Zeit. Und wenn wir für etwas mehr Zeit investieren wollen, dann heißt das, dass wir an anderer Stelle weniger Zeit investieren müssen. Das heißt, auch hier kannst du dir mal ganz konkret überlegen, was sind die Dinge, die dir wirklich so wichtig und wertvoll sind, dass du das kostbarste Gut, das du eigentlich besitzt, deine Zeit, darin investieren möchtest und mehr darin investieren möchtest. Und wenn das jetzt sowas ist wie, ich möchte im nächsten Jahr mehr lesen, dann bedeutet das eben auch, dass du an irgendeiner anderen Stelle einsparen musst. Da kannst du dir natürlich auch schon mal Gedanken darüber machen, an welcher Stelle das sein könnte. Vielleicht zulasten des häufigen Rumsurfens oder vielleicht auch zulasten von jeden Tag 3 Stunden ins Fitnessstudio gehen oder was bei dir da so anliegt. Aber wie gesagt, wofür möchtest du dir mehr Zeit nehmen und wo knappst du diese Zeit ab? Die sechste und vielleicht schwerste Frage des Ganzen lautet: Was bin ich bereit loszulassen? Das bedeutet, welche Ziele oder Projekte kannst du vielleicht loslassen, weil sie schon längst nicht mehr aktuell sind, weil sie nicht mehr zu dir passen oder zu den Vorstellungen, die du von deinem Leben hast. Aber auch welche Wut, welchen Ärger, welche Enttäuschung kannst du loslassen? Welche verletzenden Erfahrungen kannst du jetzt hinter dir lassen, um leichter und befreiter ins neue Jahr zu gehen? Welche veralteten Glaubenssätze kannst du loslassen? Von welchen Glaubenssätzen kannst du dich lösen? Sowas wie, ich bin zu alt dafür, ich bin zu jung dafür, ich bin nicht gut genug dafür, das gehört sich nicht, was auch immer. Geh mal dein ganzes Sortiment an Glaubenssätzen durch und überlege, was davon ist eigentlich längst überfällig, dass ich es loslasse, damit ich wirklich ein besseres Jahr haben kann. Denn ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir können nicht immer gleich bleiben und hoffen, dass wir im nächsten Jahr aus irgendeinem Grund plötzlich glücklicher werden und befreiter werden und gelassener werden. Und das bedeutet eben auch, dass wir all diese einschränkenden Erfahrungen, dass wir diesen Ballast aus der Vergangenheit auch wieder loslassen. Und ich weiß, dass wir das alle wahnsinnig ungern machen, weil wir halten gern an der Vergangenheit fest, weil sie uns auch ein Gefühl der Sicherheit vermittelt. Aber Leben bedeutet ständige Veränderung. Und das siehst du auch an der Natur überall um dich herum. Die Natur verändert sich stetig und ein Baum lässt seine toten Blätter los. Der hält nicht an ihnen fest, er lässt sie abfallen, damit er wieder Ressourcen hat und die Möglichkeit hat, im Frühjahr neue Blätter sprießen zu lassen. Und genau dieses Bild kannst du auch auf dein Leben übertragen. Es gibt auch bei dir Blätter, totes Geäst, von dem du dich trennen kannst, damit du im nächsten Jahr Platz für etwas Neues schaffst. Und das waren sie auch schon, meine 6 Fragen, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und dich optimal auf das neue Jahr vorzubereiten. Und mein Tipp lautet wirklich: Nimm dir Zeit dafür, setz dich die nächsten Tage irgendwo mal in Ruhe hin, mach eine schöne Musik an, besorg dir eine schöne heiße Tasse Tee oder einen heißen Kakao und dann nimm dir die Zeit, über diese Fragen nachzudenken und gib dir die Möglichkeit, wirklich als Person zu wachsen, an deinen Erfahrungen zu wachsen, an all diesen Lektionen, die uns das Leben ständig vor die Füße wirft.
In diesem Sinne wünsche ich dir wundervolle freie Tage. Ich hoffe, du hast noch frei und ein wirklich viel schöneres, erfüllteres und glücklicheres 2018.